Hallöchen zusammen und willkommen zur ersten Weihnachtsfeiertagsfolge, wenn alles nach Plan läuft, von Code Veronica. Ein Spiel, das ich mit diesem Lachen verbinde wie kaum ein anderes. Wir hätten jetzt so viele Möglichkeiten, wo wir hingehen könnten, ne? Oh, es fällt mir gerade schwer, mich zu entscheiden. Ich glaube, bevor wir den Aufzug benutzen, um nochmal runterzufahren, gehe ich jetzt mal eben kurz, glaube ich, da nochmal rein. Und öffne mal die Abkürzung von der anderen Seite. Gucken wir mal. Fröhliche Weihnacht. Soll ich heute einfach den ganzen Stream lang Weihnachtslieder singen? Wäre das eine gute Idee? Den ganzen Stream, ich meine das ganze Let's Play. 20 Minuten Weihnachtslieder und Zombies erschießen. Oh, ich hätte vorbereiten sollen, dass wir so gut Resident Evil Weihnachtslieder singen. Das wäre schön. Aber mir fällt überhaupt nichts ein. Leider. Schade. Ich bin so unkreativ. Oh, Mr. X, oh, Mr. X, wie schön sind deine Hüte. Du trägst sie nur zur Raccoon City Destruction Zeit. Aber auch auf Rockford Island. Nee, stimmt nicht. Ich meine die Insel aus Survivor halt. Oh, Mr. X, oh, Mr. X. Wie schön sind deine Hüte. Dankeschön. Dankeschön. Habe ich nicht irgendwo... Ja. Danke. Danke. Dankeschön. Okay. Das war doch weihnachtlich. Das war doch schön. Ich finde, Village ist ein sehr weihnachtliches Spiel. Resident Evil Village ist sehr weihnachtlich. Weil da liegt überall Schnee. Und das ist, letztendlich ist das die Quintessenz von Weihnachten. Wann hatten wir das letzte Mal weiße Weihnachten? Ha, naja. Anderes Thema. Aber hey, dieses Jahr hatten wir schon Schnee. Das zählt irgendwie so ein bisschen. Zumindest in vielen, oder? Ich glaube schon, es war ziemlich flächendeckend in ganz Deutschland, oder? Schnee. Anfang, ich weiß gar nicht, war es im November, oder? Es war eher so Anfang November, glaube ich. Ja, ja, okay. Tja. Mir fällt gerade kein einziges anderes Weihnachtslied ein, ohne Scheiß. Oh, Tannenbaum haben wir jetzt. Was gibt's noch? Gibt's noch andere Weihnachtslieder als Tannenbaum? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Basically war's das. Kommet ihr Zombies, ihr Cerberus und Hunter. Kommet nach Raccoon City. Dort werdet ihr verhauen. Kommt mit euren Zähnen, Klauen und Spuckattacken. Damit unsere Hauptfiguren euch in den Hals kacken. Fürchtet euch schon mal. So, jetzt ist aber genug. Genug Weihnachtsstimmung für heute. Genug Weihnachten für heute. So. Das Album kommt bald, ne? Also, keine Sorge. Erscheint dann alles auf einer sehr überteuerten CD. Und auf Spotify. Quasi so eine Collector's Edition oder kostenlos auf Spotify. Wow.
Arsch. Okay, ich glaube, das brauchen wir jetzt noch nicht. Chemikalie. Ah, ich muss leider echt mein Inventar irgendwie mal aufräumen, bevor wir hier ordentlich looten können. Ah ja, hier muss ich dann eh später nochmal mit meiner Schlossknackmaschine runter. Was habt ihr so zu Weihnachten bekommen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn ich das jetzt aufnehme, irgendwie komme ich da nicht weiter. Wenn ich das jetzt aufnehme, war noch gar nicht Weihnachten, deswegen kann ich noch nicht genau sagen, wie unser Weihnachten war. Aber wir haben uns nichts geschenkt. Dieses Jahr. Haben wir beschlossen. War auch okay, ist auch okay. Ich meine, weißt du, ja, so beschenken ist schon schön an Weihnachten. Das ändert sich irgendwie, ne? Als Kind, früher war irgendwie Geschenke bekommen das Geilste, jetzt ist irgendwie Geschenke machen das Geilste. Aber das ist ein bisschen traurig, dass wir dieses Jahr keine Geschenke hatten. Aber wie ihr wahrscheinlich wisst, ist unser Kater krank geworden und wir haben die Tierarztrechnung noch nicht. Aber die wird wahrscheinlich schon ordentlich sein. Und dann haben wir gesagt, jupp. Dieses Jahr ist die Tierarztrechnung unser Weihnachtsgeschenk. Ist halt so manchmal, ne? Aber ist nicht schlimm. Alles gut. So. Da oben ist der Bilderraum, wenn mich nicht alles täuscht. Was habe ich jetzt? Was haben wir jetzt eigentlich? Habe ich irgendein neues Schlüssel-Item oder sowas? Ah, hier. Ich habe die Umbrella-Karte. Da müssen wir in die Training-Facility damit. Aber erstmal muss ich jetzt quasi mal zurück in den Speicherraum hoch. Weil wir ein bisschen unser Inventar ausbauen müssen. Ich laufe gerade irgendwie mit 3 Waffen samt Munition durch die Gegend. Das ist komplett unnötig und ich kann nichts mehr looten. Das ist halt doof. Arsch, hör auf. Die Bandersnatches. Bandersnitches. Wenn die mich verpetzen. Macht überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das war. Hört ihr das? Es ist sehr, sehr leise. Ich sehe auch, ey, das ist voll gruselig. Ich sehe überhaupt keine Ausschläge bei mir, bei meiner Soundaufnahme. Aber ich höre auf den Kopfhörern so ein ganz leises Bling und dann bzz, 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 Bling, bzz, bzz, bzz. Das war definitiv im Spiel, oder? Hallo. Claire, du schießt irgendwie sonst wohin. Gehen wir mal runter. Wir müssen mit denen auf Augenhöhe sein. Wo kommt ihr eigentlich her? Zombies. Jetzt mal ehrlich. Oh ja, wir können jetzt auch, wir können gerade so viele Dinge tun. Ich bin voll überfordert fast mit den Möglichkeiten, die wir gerade haben.
Oh Gott, ja, dann gehen wir jetzt erstmal kurz zu Ashford, zum Ashford-Anwesen hoch. Oh! Arsch, ey, ohne Witz. Den habe ich voll übersehen. Voll der Stealth-Zombie hinterm Balken. Macht aus Claires Perspektive überhaupt keinen Sinn, aber aus meiner halt. Was für ein Arsch. Okay, nicer Dicer. Jetzt passt auf. Armbrust, du kommst jetzt mal weg. Das Ding brauche ich später schon, aber jetzt gerade nicht. Und ich glaube, die Biohazard Card brauche ich jetzt gerade auch nicht. Ich räume mal ganz kurz ein bisschen das Inventar auf. Moment. Ich mache mal schnell Heil-Items, die wir in dem Run sowieso nicht brauchen werden, hier runter. Und Waffen will ich mal nach oben sortieren. Speicherband mache ich mal hier so ein bisschen mittig. Und Quest-Items. Komm mal hier so ins Mittelfeld. Gut, dann haben wir ein bisschen aufgeräumt mit ein bisschen Platz. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt schnell hoch. Ich glaube, da sind wir bei unserem ersten Besuch nämlich überhaupt nicht lange. Und dann kommen wir zurück und können speichern machen. Hört ihr Schluss? Gucken wir mal. Blitz und Donner. Moment. Warum? Gerade eben war das Wetter noch wunderbar draußen. Ich verstehe überhaupt nicht, wo jetzt die Blitze herkommen. Ah, gut, okay. Vielleicht hat einfach, weißt du, ich kann es mir vorstellen, dass Ashford für die Dramaturgie vor seinen Fenstern einen Fake-Gewittergenerator hat. Wir schalten den Computer ein. Können die mal Libellen in Ruhe lassen vielleicht? Das ist das gleiche Video wieder. Fucking Psychokinder. Was zur Hölle ist los mit denen? Naja. Wenn die Uhr eins schlägt. Wo wir gerade bei Weihnachten sind, ne? Die Weihnachtsgeschichte und so. Please enter password. Ich kenne das Passwort leider aktuell nicht. Aber mal gucken, ob uns dieses Dokument nicht vielleicht weiterhelfen wird. Irgendwas ist hier geschrieben. Die erste Zahl links, rechts. Hey, wartet, ich muss mir das kurz irgendwo notieren. Schnell. Dann sparen wir uns viel Ärger. Achtung. Nee, Quatsch. Das geht nicht. Okay. Achtung. Also, die erste Zahl L. R. Weiter. Die zweite Zahl L. Weiter. Die dritte Zahl R. Weiter. Die vierte Zahl RRR. Weiter. You must not reset while maneuvering. Also wir sollen nicht resetten. Ich lese das gleich in Ashfords Dialekt. Wir sollen nicht resetten, während wir manövrieren. Okay. Links. Und rechts. Und wir haben die 1. Weiter geht's. Mit einmal kurz links. Und wir haben die 9. Und jetzt haben wir einmal rechts. Und wir kriegen die 7. Und jetzt haben wir dreimal rechts. 1. 2. Und ich nehme die 3. 1. Somit haben wir 1971 als Passwort. Vielleicht ein wichtiges Geburtsdatum beispielsweise, ne? 1971. Let's go.
Bandersnatch! Komm, der letzte Treffer war voll unnötig, du Arsch. Let's go. Ich bin schon ganz schön am Rumrambohnen, ich muss schon zugeben. Unser geglitschtes Kraut gibt mir schon die Kraft, die ich brauche, um sehr unvernünftig und Rambo-mäßig zu spielen. Aber es macht schon Spaß, auch. Uh-oh. Ich überlege die ganze Zeit, wenn wir zu Resident Evil 4 und Resident Evil 4 Remake kommen, spielen wir dann ein New Game Plus? Oder starten wir ein ganz neues Spiel? Für die richtige Resident Evil 4 Experience müssten wir ein neues Spiel starten. Aber irgendwie fände ich es schöner, wenn ich so auf meinem schon erreichten Fortschritt aufbauen könnte, wenn ihr versteht, so, ne? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Normalerweise würde ich die ganzen Bandersnatch hier einfach stehen lassen und einfach an denen vorbeilaufen. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Aber man kommt ja auch nicht so oft vorbei. Ist auch die bessere Entscheidung eigentlich. Ich verballe hier voll unnötig Munition. Aber wir können es uns halt jetzt auch ein bisschen leisten, ne? Das ist so eine Dracula-Schlosstür. Wer hat denn wirklich solche Türen? So mit Stoff überzogene Türen. Mega creepy. Oh, Bandersnatch! Ah, die Waffe ist leer. Okay, wir kriegen gleich noch mal eine ordentliche Watschen. Ja, es ist wirklich so. Ich glaube tatsächlich, ohne Witz jetzt, das Messer wäre die mächtigere Waffe gegen Bandersnatch, vor allem gegen Einzelne, als die Pistole. Besser als die Pistole, würde ich echt sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber vergleichbar definitiv und man spart halt Munition für andere Gegner, die nicht so viel Reichweite haben. Die treffen einem so oder so, ne? Also in einem normalen Playthrough würde ich wahrscheinlich entweder versuchen, die stehen zu lassen, wenn es geht, oder eben wirklich mit dem Messer bekämpfen. Es sieht voll aus wie eine Tür, oder? Puppen sind einfach gruselig. Wer ist jemals auf die Idee gekommen, Puppen als was Schönes für Kinder und so einzuführen? Ich verstehe es nicht. Puppen sind einfach so Uncanny Valley-mäßig irgendwie einfach. Gruselpuppen. Huselwuppen. Schmuselduppen. Keep focused, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. Wussten die eigentlich, dass die einen Bandersnatch im Keller haben? Ist das für die nicht auch unangenehm? Also für... Ich will es nicht spoilen. Vielleicht hat es ja irgendwer von euch noch nicht gespielt oder so. Deswegen werde ich jetzt mal nichts dazu sagen. Aber wenn die wirklich irgendwie Monsterfledermäuse im Flur und einen Bandersnatch im Erdgeschoss haben, ich würde nicht so gechillt irgendwie da oben rumgehen, als wäre nichts.
Red Queen and Blue King. Stopp die Musik. Das meine ich mit dem Backtracking. Ich glaube nämlich, der Silberschlüssel ist jetzt der einzige Grund, warum wir bis jetzt hier sind. Mehr kann ich jetzt aktuell noch nicht machen. Und dann müssen wir später mit den beiden Ameisen wiederkommen, damit wir da hochgehen können. Und dann finden wir da wieder ein Item, das wir woanders brauchen. Das ist halt ein bisschen, es ist mir ein Ticken zu viel, Backtracking. Aber das mindert für mich nicht, dass das Spiel absolut toll ist. Ich mag das schon sehr. Ich gehe nochmal schnell in den anderen Raum, wobei ich tatsächlich glaube, dass wir da aktuell überhaupt nichts Sinnvolles machen können. Aber ich schaue lieber nach. So genau weiß ich es nicht mehr. Das ist auch irgendwie eine tolle Statue für die Wand. Ein tolles, wie nennt man das? Chiffre? Nee. Irgendwie heißt das. So ein Wandgeschnitze. Message Card, eine Nachrichtenkarte. My dear brother, I firmly believe that the glory of the Ford family. Also, mein geliebter Bruder, ich glaube fest daran, dass die Glorreichheit der Ashford-Familie wiedererweckt wird durch den Mut und die Stärke unserer oder als ein, ehrhafter Soldat, deine treue Alexia Ashford. Okay, hier haben wir anscheinend doch den Zettel gefunden, der mir aber sehr nutzlos erscheint. Und sonst haben wir hier, glaube ich, tatsächlich nichts, was irgendwie interessant für uns ist aktuell. Dann gehen wir nämlich auch schon wieder. Das ist nämlich der erste Besuch im Schloss. Abgesehen von der Cutscene drückt man halt irgendwo einen blöden Knopf und kriegt einen Schlüssel. Und dafür kommt man her. Das fühlt sich immer so ein bisschen wie so... Das fühlt sich teilweise schon ein bisschen wie so eine künstliche Spielzeitverlängerung an, ne? Finde ich. Dass man einen einfach ewig lang durch die Gegend laufen lässt wegen so Kleinigkeiten, die man dann wieder am ganz anderen Ende der Map braucht. Das ist jetzt gar nicht schlimm. Das ist jetzt gar nicht schlimm. Ich glaube, ich rede da so viel drüber, weil das der einzige Kritikpunkt ist, den ich tatsächlich habe an dem Spiel. Deswegen ist der so prominent. Aber das verdirbt für mich. Also für mich ist das Spiel immer noch wirklich... Ich bin gespannt, wenn wir jetzt fertig sind damit, ne? Wie gesagt, ich glaube, die erste Hälfte des Spiels kenne ich noch besser und habe die besser in Erinnerung als die zweite. Mal gucken, wie dann so mein Eindruck ist, wenn wir fertig sind. Aber aktuell würde ich immer noch sagen, das ist definitiv mein liebstes klassisches Survival-Horror Resident Evil. Wobei das Remake von 1 schon auch natürlich absolut genial ist. Das schon. Aber ich glaube, Code Veronica mag ich tatsächlich am liebsten. Hier meine jahrelange Zelda-Erfahrung löst in mir sofort das Bedürfnis aus, dass ich diese Kerzen, die nicht brennen, alle anzünde. Aber nee, geht nicht. Das ist auch diese Fackelanzündrätsel, die waren ja so in den frühen 3D-Zeldas so ein bisschen Klassiker und auch in den 2D-Zeldas, die nicht zu vergessen. Und das hat sich so eingebrannt, dass ich auch in den neuen Zeldas, in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, immer, wenn es irgendwo Fackeln gab, versucht habe, alle anzuzünden oder alle auszumachen, halt alle symmetrisch zu machen, weil so ist man es gewöhnt. Aber ich glaube tatsächlich, in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom gibt es witzigerweise kein einziges Fackelrätsel mehr. Wahrscheinlich ganz bewusst. Nicht mal irgendwo als Easter Egg oder so. Ich wüsste jetzt keins. Naja. Schade. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Morgen am Dienstag, vorausgesetzt die Folge gibt wirklich montags online. Ich weiß es immer nicht genau. Ist ja dann schon wieder Streamzeit. Ich freue mich drauf, das Spiel weiterzuspielen. Und zum Schluss gibt es noch ein schönes weihnachtliches Lied. Aber ich weiß den Text gerade noch nicht.
Zombie, bum bum. Das Zombie, das fällt um. Na schön. Mach's gut. Tschüss.